Willkommen zurück bei Conker's Bad Friday. Ich glaube, ich weiß wirklich, was wir machen müssen. Aber dafür müssen wir wieder, normal werden. Und auf jeden Fall, man kann hier hoch. Da ist ein Kreuz in der Wand. Das hat ziemlich viel mit Medizin zu tun. Also, mal gucken, ob was bringt. Okay, jetzt muss ich mich hier erstmal auspissen. Wuhu! Pissen an der Wand. Ah, oh, bin ich Hacke. Nochmal. Ah, oh, yeah! Wandpissen! Wuhu! Ah, Conker, Mensch, piss dich doch mal aus. Warte, so. Jetzt ist er. Jetzt tut's ihm weh und jetzt kann ich mich heilen. Ching. Ah, das tut gut. Ich bin wieder normal. Yeah. So, ihr erinnert euch doch an den Stein. An den Stein dort. Okay, komm, dann nehmen wir den. Und wir müssen den hier hochrollen. Oh, ist der schwer zu lenken. Alle mal aus dem Weg hier. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Wahrscheinlich hat sich einer von diesen Typen zu sehr vollgesoffen und schläft jetzt eine Runde. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus. Also, wir müssen den, oh, verdammt scheiße, hier hochrollen. Auf dem Schalter hier. So. Jetzt hat sich die Tür da unten geöffnet. Ah, ich dachte schon, ich krieg Schaden. Jetzt hat sich die Tür unten geöffnet und wir können rein. Wuhu! Oh. Okay, das hätte man nicht verhindern können. Oh mein Gott, haut ab ihr. Ich hab Angst. Kann man euch nicht auch zum Stein machen? Oh Gott, verpiss dich. Hier ist noch ein Schalter. So. Okay. Aha. Man muss da auch wieder was draufstellen. Aber was? Das ist hier die Frage. Die Frage der Frage. Los, beweg dich, Schlampe. Nein. Ist hier vielleicht irgendetwas? Ah, quetsch mich nicht ein. Oh Gott. Hallo. Kann man nicht irgendwie die Männer so... Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Ah. Nein, kann man nicht. Aber irgendwie müssen wir doch noch einen Stein finden. Sicher hat's was mit Saufen zu tun. Ching, ching. Conker genießt die Mucke und ist voll betrunken. Aber scheiß drauf. Ja, wow, 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 wow. Yes. Boah, voll alles verschwommen hier. Ich frage mich sowieso, wir gehen da unten rein und fallen hier oben raus. Also, logischer geht's ja nicht. Auf Frauen pissen ist lustig. Okay. Sie hat wohl keine Hemmungen. Bei ihr macht das gar nichts aus. Sie arbeitet in Pisse. Und sie steht drauf. Oh, wow, wow, wow. Der Schalter sieht sowieso so komisch aus. Conker, piss drauf. Yeah! Okay, es bringt nichts. Okay, Conker ist wieder voller Schmerzen. Autsch. Oh, ich brauche eine Aspirin. Oh Gott, ist mir übel. Conker, jetzt. Oh, jetzt kotze ich alle zwei Schritte. Das ist auch nicht angenehm. Da sieht man mal, wie schnell Conker Migräne kriegen kann vom Saufen. Innerhalb von einer Minute hat er schon Migräne. Also, Conker, Finger weg vom Alkohol. So. Jetzt geht's dir wieder gut. Du hast eine Aspirin geschluckt. Und ich frage mich immer noch, wie kriegen wir. Ey, dieser Stein mag uns nicht. Vielleicht wird er ja zu einem weiteren Stein, wenn wir ihn anpissen.
Was ziemlich unlogisch klingt, aber in diesem Spiel ist alles möglich. Wow. So, komm her, du fetter Stein. Tanz hier nicht rum, werde zu einem steinkugelrunden Ding. Komm her, Mann. Pisse gegen Kraft. Okay, ich treffe dich nicht. Scheiße. Komm her, jetzt aber. Yeah. Cool. Okay, er wurde... Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je. Das scheint mir schon irgendwie etwas komplizierter zu sein. So. Er ist jetzt ein Stein. Er war ein Stein. Er war ein Stein. Er war ein Stein. Los, feier hier nicht rum, Mann. Komm her. Nein. Oh. Au. Okay, er wird ein Stein, wenn man ihn anpisst. Ist das schon mal gut zu wissen. Ah, so, Konka, jetzt nimm dir wieder eine Aspirin. Und sauf dich wieder voll. Mensch, das ist hier aber auch ein Zustand. Alle saufen sich voll. Hallo Leute, tut mir leid, dass ich jetzt an dieser Stelle so hake. Was will man machen? Ich bin halt ein Blindgänger bei Konka. Und Konka bleibt nicht jede Sekunde stehen. Piss los! Lenk den Stein mit Hilfe von Pissen. Ui, 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 wow. Autsch. So, jetzt aber. Los, geh da rein, geh da rein. What the... So, komm. Nein! Er hasst uns. Oh Gott. Oh, jetzt geht's Konka wieder schlecht, oder was? Nee, noch nicht. Es geht ihm noch immer noch fabelhaft. Es geht ihm immer noch fabelhaft. Er lächelt. Och, Konka, los, piss dich aus. Ah. So, jetzt ist er ausgepisst. Und jetzt geht's ihm nur noch schlecht. Jetzt geht's aber ab hier, du beschissener Stein. Oh, warte. Bam! 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 Jetzt hast du eine Strafe gekriegt. Haha. Okay. Ich muss ihn mit Hilfe der Pisse lenken. Hallo. Au. Der Arme. Oh, another wise guy. Ching, ching, ching. Oh, Konka, du bist... Der ist auch ziemlich schnell voll, weil so viel war das jetzt auch nicht, oder? Ich kenne mich mit Alkohol jetzt nicht aus, aber das war doch nicht wirklich viel, oder? Konka, hak nicht bei jedem Schritt. Oh, schon wieder. Konka, bleib mal gerade, Mann. Oh, nein. Konka ist tot, vollgesoffen, gestorben. Tja, was will man machen? Au. Du musst dich wieder vollsaufen, Konka. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe mir wieder Leben beschafft halt, ne? Muss ja sein. Ups. Oh. Zum Glück ist der Part gleich beendet. Dann kann mir mal jemand wieder sagen, wie kann man den Stein irgendwie dauerhaft dazu bringen, dass er ein Stein bleibt und ich auf einmal auf mich losrenne und mich schlägt. Das sah ja fast so aus, als hätte ich's. Au. Geh da fernab, aber wo legst du denn? Ja, Konka, Konka. Au. Ich piss dich an, Mann. Oh, der geht da immer noch nicht hin. Ich fass es ja nicht. Oh. Und jetzt haut er einfach ab. Die feige Sau. Okay. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal wieder gesund.
So, und ich warte auf eine Antwort von euch. Wie schaffe ich das? Muss es so gehen, wie ich es immer versucht habe die ganze Zeit? Oder geht das doch irgendwie ein bisschen anders? Ich warte wieder auf eure Antwort. Also, bis dann. Ciao.